Und ich möchte euch heute zeigen, wie man sehr wohl auch einen Tag der offenen Tür online machen kann. Und werde da jetzt hier mit dem Bildschirm teilen mit Ihnen oder mit euch. Streamit, Tag der offenen Tür 2.0. Ich möchte Ihnen zuerst kurz einmal erzählen, wie ich auf die Idee gekommen bin, dann ein Beispiel geben, wie es eben bei uns an der Schule abgelaufen ist, dann von der Praxismittelschule in der Grenzackerstraße in Wien und auch noch ein Beispiel vom BGB AG Keimgasse in Mödling. Was war im Prinzip die Vorgeschichte? Die Vorgeschichte war, dass man irgendwie gesagt hat, okay, in Zeiten von Corona kann man keinen Tag der offenen Tür machen, weil es dürfen keine Kinder kommen, keine Eltern kommen, alles viel zu gefährlich. Habe ich mir gedacht, nein, das glaube ich nicht, das lasse ich so nicht auf mir sitzen, ich lasse mir was einfallen. Habe eine Freundin angerufen, die Susanna Jilka, die ist eben Lehrerin an dieser Praxismittelschule oder war Lehrerin an dieser Praxismittelschule auf der PH Wien in der Grenzackerstraße. Und sie hat mir dann erzählt, dass sie schon in den letzten ein, zwei Jahren ihren Tag der offenen Tür den Unterricht immer gestreamt haben. Habe mir gedacht, was die kann, kann ich auch. Und habe mir zu überlegen begonnen, wie ich das umsetzen könnte. Sage aber auch gleich dazu, der Tag der offenen Tür war dann schon in 2 Wochen. Also das war wirklich eine Huruk-Aktion. Und ich verwende jetzt tatsächlich auch den Begriff von Quick and Dirty. Also ich habe wirklich versucht, in kürzester Zeit hier etwas auf die Beine zu stellen. Ich habe eine 2. Klasse in Geschichte und eine ehemalige Schülerin von mir unterrichtet an der Volksschule in Hollerbrunn. Die habe ich dann angerufen und gefragt, wer also eine 4. Klasse hat. Und da hat sie meine 2. Kollegin dann genannt, die ich witzigerweise auch gekannt habe. Und habe mich mit der kurz geschlossen und gefragt, wäre es für euch okay, wenn ich hier meinen Unterricht mit euch streame, wenn wir da was gemeinsam machen. Die war Feuer und Flamme und so haben wir es dann auch gemacht. Wir haben einen Vorlaufzeit gehabt von ungefähr 2 Tagen. Da haben wir im Prinzip dann nur ausprobiert, ob die Verbindung funktioniert, ob das Teams funktioniert und das Ganze war es dann schon. Was habe ich jetzt in Geschichte gemacht mit dieser 2. Klasse? Die Kinder bekamen von mir eine Schatzkarte, mehr oder weniger, wo sie dann Aufgaben erfüllen mussten. Diese Zettel habe ich kopiert für meine Klasse im Gymnasium und für die Volksschule und habe denen das natürlich vorher alles gebracht. Und eine Aufgabe war zum Beispiel, sie mussten einen Text dechiffrieren mit der Cäsar-Verschlüsselung. Dann eine Aufgabe war, sie mussten in einem Bild Fehler suchen. Das ist, was Sie oben und rechts sehen. Das ist ein Bild von also einer Wikinger-Situation, wo zum Beispiel ein Handy drinnen abgebildet ist oder eine Glühbirne. Das heißt, hier mussten sie herausfinden, welche Gegenstände passen nicht in die Zeit der Wikinger. Und die letzte Aufgabe war dann im Prinzip, dass sie ein Puzzle zusammensetzen mussten mit dem Hintergedanken eben, wenn Archäologen Dinge finden, sind die ja meistens kaputt und müssen wieder zusammengesetzt werden. Und dieses Puzzle hat dann eine Ritterburg ergeben, wobei ich das auch noch 2 geteilt habe. Das heißt, den oberen Teil des Puzzles hat die Volksschule gemacht und den unteren Teil des Puzzles haben wir gemacht und ich habe ihnen dann unseren Teil mitgegeben, auch damit sie dann auch ein gesamtes Bild von diesem Ritterpuzzle haben. Wie haben wir das im Prinzip gemacht? Das haben die Schüler sowohl in der Volksschule als auch bei mir im Gymnasium mehr oder weniger alleine gearbeitet, weil ich habe dann beim 2. Beispiel mit Mathematik wirklich Gruppen eingeteilt gehabt und natürlich durften sie aber auch jetzt mit Geschichte mit zu zweit, zu dritt arbeiten und das Puzzle dann sowieso alle machen. Die Fehler von dem Fehlerbild habe ich mir dann von den Volksschulkindern ansagen lassen und habe also diese dann angestrichen über Beamer, über OneNote. Ich unterrichte seit mehr als 8 Jahren mit digitalen Programmen, also mit OneNote und Teams. Das heißt, meine Klassen haben mit dem Lockdown keine Probleme und hatten auch keine vor 2 Jahren. Da wir eine Matura-Klasse gehabt, für die ist also alles mehr oder weniger normal weitergelaufen. Und wie gesagt, ich habe dieses Bild, dieses Fake-Bild oder mit diesen Fake-News, wie es so schön auch heute heißt, einfach auf OneNote gestellt, diese Seite dann über den Beamer projiziert und die Volksschulkinder haben mir dann angesagt, wo die Fehler sind. Und
wie wir dann fertig waren, war dann der große Schatz im Prinzip ein Geduldsspiel, wo wirklich durch purem Zufall im Hintergrund lauter Piraten drauf waren. Also das war wirklich ein purer Zufall. Und das haben die Volksschulkinder bekommen, aber auch meine Kinder. Und es hat ihnen irrsinnig gut getaugt. Das Ganze hat also wirklich eine Stunde gedauert. Und es waren beide Klassen mit Feuer und Flamme dabei. Und sie wollen das unbedingt noch einmal machen. Und weil ich zuerst den Begriff Quick and Dirty verwendet habe, es war nicht wirklich ein Aufwand. Also was habe ich gebraucht? Ich habe gebraucht einen Beamer, einen Laptop, eine Kollegin, die mitmacht. Und jetzt natürlich ein paar Ideen, was kann ich jetzt inhaltlich umsetzen, aber von der Technik her war nicht mehr dahinter. Ich habe das dann mit der Parallelklasse, mit der 4a, auch mit Mathematik durchgespielt. Da habe ich mir natürlich zuerst mit der Kollegin kurz geschlossen, was sie vom Stoff her machen, und habe hier dann 5 Aufgaben zusammengestellt, wo wir hier auch dann die Kinder in Gruppen eingeteilt hatten. Und jedes Kind hat eine Aufgabe bekommen und der Code für die nächste Aufgabe war dann im Prinzip die Summe von den Ergebnissen zusammenzuzählen. Das heißt, es musste jedes Kind einmal richtig rechnen und sie mussten dann auch noch gemeinsam zu einem Ergebnis kommen. Hier habe ich die ersten 3 Aufgaben aufgeschrieben, weil es sind wirklich ganz einfache Additionen, Stellenwerte, Dividieren gewesen, beziehungsweise dann noch ein Text, den sie gemeinsam lösen mussten. Das sieht man links oben auf dem Bild, wo es um eine Zeitrechnung gegangen ist. Also da mussten sie wirklich zusammenarbeiten. Das war eine Aufgabe für die gesamte Gruppe. Und dann war noch was mit Zeit umrechnen, mit Sekunden und so weiter. Und auch hier haben wir uns dann gegenseitig immer die Codes gesagt und geschaut, ob das weitergeht. Und zum Abschluss haben wir dann wirklich ein gemeinsames Kahoot gespielt. Ich habe gewusst, dass die Volksschüler Tablets haben und somit haben die dann wieder in den Gruppen gemeinsam, dann haben wir dieses Kahoot gespielt und die Kinder waren auch hier Feuer und Flamme und haben gesagt, unbedingt noch einmal wollen sie das machen. Das war so spannend und so lustig. Und wir haben uns da gebettelt mit einer ersten Klasse Gymnasium und wir waren fast genauso gut wie sie. Also das war total witzig und die Stunde ist auch komplett schnell vergangen. Und auch hier wieder von der Vorbereitung her, was habe ich gebraucht? Ein Beamer, ein Laptop, natürlich eine Internetverbindung, ist eh klar, eine Lehrerin, die mitmacht und in dem Fall auch im iPads, weil die Kinder, damit man das Kahoot spielen können, aber Kahoot kann ich ja auch auf jedem Handy spielen, also von dem her auch hier keine großen technischen Voraussetzungen. Das war also, wie gesagt, meine Variante, wenn es quasi schnell gehen muss. Wenn man das Ganze jetzt ein bisschen professioneller aufzieht, und das hat die Praxismittelschule in Wien gemacht in den letzten beiden Jahren, die haben mehr oder weniger einen Stundenplan veröffentlicht und ihren Unterricht gestreamt in die Volksschulen oder in die Schulen oder an die Eltern und Teilnehmer, die daran interessiert waren. Das heißt, sie haben hier wirklich aufgeschrieben, welche Klasse macht mehr oder weniger was. Dann Host bedeutet, wer ist dafür verantwortlich, dass das Technische funktioniert. Also wenn eben die Leute in das Zoom-Meeting hineinkommen, dass da auch alles funktioniert. Und diese Links wurden ausgeschickt dann an die Schulen, also in dem Fall an die Volksschulen, dritte Klasse, vierte Klasse, weiß ich nicht, also an die Direktoren und so. Und auch alle Eltern konnten da natürlich daran teilnehmen und schauen, wie das Ganze abläuft. Das braucht natürlich jetzt schon ein bisschen Vorbereitungszeit, eben um das Ganze zu koordinieren, um zu schauen, dass es funktioniert, dass genügend Geräte da sind. Wobei, wie gesagt, hier auch die gesamte Schule, die gesamte Praxismittelschule involviert war. Ich habe das ja bei mir an der Schule nur in meinen 2 Klassen gemacht und in meinen Stunden. Das heißt, da waren die anderen Klassen noch nicht involviert, weil wir gesagt haben, wir schauen einmal, wie das bei mir funktioniert und vielleicht, dass wir es dann nächstes Jahr ein bisschen ausweiten, das Ganze. Das funktioniert hier also von der Praxismittelschule Grenzackerstraße wirklich sehr gut. Man kann auch auf der Homepage nachschauen, da gibt es dann auch noch einmal ein Video dazu zur Schulvorstellung. Also die sind da wirklich auf Zack. Und dann habe ich beim Vorbereiten auf diesen Vortrag auch auf Facebook ein bisschen herumgeschaut und bei der Gruppe Gymnasien in Niederösterreich bin ich dann hängen geblieben beim BGBRG Keimgasse. Und habe mir dann gleich gedacht, okay, gut, also wenn ich das so sehe, brauche ich gar nicht anfangen, irgendwas zu erzählen, weil die haben das tatsächlich höchst professionell gemacht. Ich habe dann mit einem Kollegen telefoniert, mit Christian Wurzer, der in dieser Schule oder an dieser Schule unterrichtet und hat dann auch gemeint, nein, das war die Idee von einem Schüler. Und die haben das also wirklich höchst professionell gemacht.
Das heißt, der Herr Direktor, der Dr. Pleuel oder Direktor Pleuel, Entschuldigung, hat einen Vortrag gehalten, der, wie man auf dem Bild auch sieht, wirklich mit Kamera und Mikro und allem drum und dran professionell aufgezeichnet bzw. gestreamt wurde. Und dann konnte man sich anmelden für Zoom-Meetings, wo dann in diesen Meetings Lehrer zur Verfügung gestanden sind, um Fragen zu beantworten. Das ist dann thematisch aufgeteilt gewesen. Bei einem ging es um Nachmittagsbetreuung, bei einem, glaube ich, um Wahlpflichtfächer. Und auch diese Links wurden den Eltern und Volksschulen bzw. den anderen Schulen zur Verfügung gestellt, an die Direktionen gesendet. Und wer teilnehmen wollte, konnte teilnehmen, beziehungsweise auch im Nachhinein sind noch die Vorträge auch alle abrufbar. Und ich habe auch hier einen Screenshot noch gemacht von der Homepage mit dem Tag der offenen Tür. Also wenn Sie eingeben www.keimgasse.ac.at, glaube ich, ist jetzt die Homepage, dann kommen Sie auch dorthin und können sich auch dort weiter umschauen, wie das genau gemacht wurde. Und das, wie gesagt, war also wirklich also in meinen Augen super gemacht. Das heißt, Sie sehen, wenn man will, kann man es machen. Das ist einmal das Allerwichtigste. Und es kommt immer darauf an, was möchte ich transportieren. Möchte ich jetzt wirklich das hochprofessionell machen, was natürlich völlig in Ordnung ist, ist völlig okay. Aber oder möchte ich nur mal wirklich einen kurzen Einblick geben, das ist so, wie ich es gemacht habe. Es ist, wie gesagt, alles möglich. Es kommt, der Output kommt an. Ich habe meine Schule vorgestellt oder meinen Unterricht, beziehungsweise was unsere Schule ausmacht. Ich möchte mich natürlich herzlich bedanken bei der 4a und 4b von der Volksschule Kulisko-Platz in Hollerbrunn und bei den beiden Lehrerinnen, die Monika Waldhaus und die Viktoria Fuß, und auch natürlich bei der Direktorin, bei der Gabriele Mattes, die es überhaupt ermöglicht hat, dass wir das eben machen dürfen. Dann bei der Susanna Jilka, die eben an der Praxismittelschule und an der PH Wien unterrichtet, für ihre Idee, die sie mir hier geliefert hat für die Umsetzung. Dann natürlich auch beim Christian Wurzer, dass ich die Infos von der Keimgasse verwenden durfte. Und natürlich bei meinen beiden Klassen, bei der 1C, wo ich Klassenvorstand bin und die in Mathematik habe, und bei der 2B vom Erzbischöflichen Gymnasium in Hollerbrunn, die ich in Geschichte habe. Abschließend möchte ich sagen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und egal, ob es jetzt nur ein Vortrag ist oder ob es interaktiv ist, auch mit Corona darf und soll und muss man auch die Türen öffnen, vor allem wenn es eben so sicher und so einfach geht. Abschließen möchte ich meinen Vortrag mit einem Zitat von der Frau Dr. Spiel, das sie gestern gebracht hat bei ihrem Vortrag, und ich habe das wirklich entzückend gefunden, nämlich: Veränderung braucht manchmal Mut, aber vor allem Geduld und einen langen Atem. Herzlichen Dank, alles Gute, bleibt gesund, und wenn noch Fragen auftauchen, dann bitte jederzeit. Danke. Herzlichen Dank. Ich werde mal die Aufzeichnung anhalten.